In Weimar bin ich jetzt verbunden mit Tim Herden. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir haben jetzt einige Bilder gesehen. Wir haben das gehört, was Substanz des Präsidenten war. Jetzt ist die Frage, wie war denn die Atmosphäre? Wie festlich war es denn? Ich glaube, es war schon sehr festlich hier im Deutschen Nationaltheater, eben auch der historische Ort. Hier wurde eben vor 100 Jahren Geschichte geschrieben, genau an diesem 6. Februar mit dieser ersten Sitzung der Nationalversammlung, aus der dann ja in den Monaten diese erste deutsche Reichsverfassung hervorging. Und dieser Akt war schon sehr festlich, was, glaube ich, ein bisschen das Problem ist, der Versuch, also auch das zu einem Bürgerfest zu machen, der ist nicht so ganz geglückt. Die Bürger sind doch sehr weit weg hier vom Nationaltheater durch die Sicherheitslage und auch dort, wo man was initiieren wollte, zum Beispiel im Mon Ami, da gibt es zwar Treffen, da sind Schüler aktiv, da gibt es auch Gesprächsrunden, aber ein richtiges Bürgerfest hat sich eigentlich hier in Weimar nicht entwickelt und das ist eigentlich schade für ein solches Fest der Demokratie. Der Bundespräsident hat ja noch mal sehr darauf hingewiesen und sehr deutlich gemacht, dass diese Demokratie kein Selbstverständnis ist und dass man sie auch verteidigen muss. Ja, das war wirklich eines seiner ganz klaren Prinzipien, dass Demokratie keine Garantie ist, sondern dass wir als Bürger viel mehr tun müssen für den Erhalt der Demokratie. Aber er hat auch gesagt, wir dürfen keinen verloren geben, der sich von der Demokratie abwandelt. Das ist, glaube ich, auch ein sehr klarer Kernsatz von ihm gewesen, dass eben gerade in diesen Zweifeln an der Demokratie, in den wachsenden Widersprüchen, die wir in den Gesellschaften spüren und dass es Menschen gibt, die eben nicht mehr an die Demokratie glauben, dass man weiter um sie kämpfen muss, sie zurückgewinnen muss. Er hat aber auch gesagt, man darf Symbole der Demokratie, wir haben das gerade auch in der Rede gehört, wie zum Beispiel die schwarz-rot-goldene Fahne, nicht den Zweiflern und den Gegnern der Demokratie überlassen. Das war ein Punkt, wo es hier sehr viel Beifall im Nationaltheater gab und man konnte auch beobachten, vor allem Björn Höcke von der AfD, der auch im Saal war, hat da ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Ja, das muss nochmal nachgefragt werden. Weimar liegt in den neuen Ländern oder in Ostdeutschland, wie man das auch immer bezeichnen mag. Das ist nun eine Region in Deutschland und das sind Bundesländer, bei denen die Kritiker des augenblicklichen Systems durchaus eine starke Bedeutung haben. Wie stark kommt denn so etwas in den, sagen wir mal, in Sachsen, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt an? Ja, ich glaube, wir haben ja gerade Umfragen gehabt vom Allensbach-Institut, dass nur 42% der Ostdeutschen die deutsche Demokratie gut finden oder sich zu ihr bekennen. Und es ist natürlich erstmal eine Sonntagsrede, aber man muss auch sehen, was dahinter zu stehen vermag. Es wird immer stärker betont, auch heute durch Steinmeier, dass man eben gerade auch den Kampf der Ostdeutschen um die Demokratie vor 30 Jahren stärker würdigen muss und eben auch ihren Erfahrungen stärker würdigen muss. Und Katrin Göring-Eckardt hat das danach in einem Gespräch der ARD sehr gut erklärt. Im Westen war es eben für die Demokratie leichter, weil sie kam in den 50er Jahren parallel mit dem Wirtschaftswunder, mit dem aufsteigenden Wohlstand. Im Osten war eben das Kommen der Demokratie dann nach 1990 sehr stark damit verbunden, dass es erstmal wirtschaftlichen Zusammenbruch gab, dass die Menschen sich neu orientieren mussten, dass sie soziale Rückschläge hinnehmen mussten. Und das hat natürlich die Demokratie nicht nur zu einem überzeugenden Faktor gemacht. Und dagegen muss man, glaube ich, vor allem etwas tun. Man muss mehr sozusagen die Leute hier mitnehmen. Man muss auch ihre Lebensleistung, die sie in den letzten 30 Jahren vollbracht haben, äußern. Man muss auch sie stärker repräsentieren in vielen Funktionen. Denn wir haben es ja nun an vielen Stellen in diesem Land damit zu tun, dass Westdeutsche eben die Eliten dominieren. Und da ist sicherlich einiges zu tun, um die Menschen auch stärker wieder für die Demokratie, auch gerade in diesen Landesteilen hier zu gewinnen. Vielen Dank, Tim Herden aus Weimar.